Kapitel Drehpunkt, Torpunkt Dreh, Tillat Spenning. Ist wie Snacker um Tillat Spenning, so Snacker wie um Appendix A I Ansis B 31.3. Und da finden wir Tillat Spenning zum S, und die er da so eine Funktion auf Temperatur, KSI. KSI bedeutet Pounds Force per Square Inch. Materialien haben Specknummer, for example, A106, Grade B. Da habe ich eingang einen Materialcode, und wir haben eine Type Beteiligte. Materiale A106 Grade B. Ermüdet wirkt die Olie- und Gasprozesse, der ein simples Carbon-Stahlrohr bereinigt für höhere Temperaturen. In Appendix A, da finden wir diese Grundspannungen zum Skal korrigiert mit E, zum ein Stärkefaktor, das ist ein E-Modul, wenn der Stärkefaktor, weil Mellum 0 und 1 abhängig auf Produktionsmethode. Da teilen wir eine Liste. Bei einem sieht es dort der Schweißtype für langs und Schweiß. Bei heute sieht es dort der Stärkefaktor. Da habe ich Sömlös Röhr, Stärkefaktor 1,0, Smi-Schweiß, Stärkefaktor 0,6, Motstandsschweiß, Stärkefaktor 0,85, Bühe- oder Gasweiß, Spiralschweiß 0,75, Bühler Gasweiß, Engelt Büttweiß, da er Stärkefaktor E 0,8. Andere Informationen im Stärkefaktor finden wir in Standarden. Standarden gibt es Regler für Spenninger, wo dann die Skal rein ist, wo dann die Skal setzt zusammen, wo dann die Skal hantiert, sie vorhält die Tillat Spenninger. Bis wir snacken um Stress, so snacken wir die Standarden um Axialspenninger, pro Grün auf Vekt und pro Grün auf Intre Druck. Der Sustained Stress ist Standarden. Spenninger pro Grün auf Temperaturlaster und Lagerbedingungen, der Displacement Stress und Spenninger zum eher Tangentialspenninger pro Grün auf Inter Druck. Das nacken wir um Hub Stress, die Standarden. Diese Spenningssituationen, die es geliefert nicht, die kann es kurz Spenninger. Dann kommen wir zum Exempel 3.2.4, Bereinigungsexempel. Aufgabe er rein Spenninger pro Grün auf Wechtlasten und innere Druck. Das sehen wir first point Geometrie, Röhr horizontal und Röhr vertikal verbunden mit einem Bänder. L2 R 4 Meter, L1 R 2 Meter. Wir haben Positionen A, B und C. Röhrdimensionen D R 4 Tommer, Schedule 30. Kinematik sehen wir Frit oblagert IA und Rüllelager IB. Nittigradband IC, Verbinder Röhren hielt Stief. Physik, Intrück ertritt IBA, Konstruktionstemperatur 100 Grad Celsius, Korrosionstilleg 2,5%, Röhrmaterial A106 Grade B. O ER 0,85. Röhre skal reines zum Tünnwecket. Wenn sich nach um Olie zum Strömer rühren, so drängen wir in Tet der Rho R 900 Kilogramm per Meter Pult in Tretje. So, Fra Röhrtabell, vor wie vor 4 Thomas Röhr Schedule 40, Ytre Diameter DR 4,5 Toll, zum Tilz war der 144
14,3 mm. Nominell Tückelse T er 0,237 Tomma, so er 6 mm und weckt er 16,1 kg per Meter. Querschnittsanalyse. Becktückelse setzt er zusammen auf nominell Tückelse minus Walzetoleranz minus Korrosionstilleg. So, Walzetoleranz habe ich gesagt 12,5%, Korrosionstilleg 2,5 mm, der reine Öt TR 2,7 mm. Da haben wir dann in der Diameter von Grund auf Toleranz und Korrosion DR Stuhl D minus 2 Gange T. Da haben wir zum Resultat 100,9 mm in der Diameter. 114,3 war ytre Diameter. Der reine ytre Areal. Und wie rein innere Areal. Und vor zum Resultat Metallareal. Bei den Morten da. Da rein wie verkühlen auf diese Dimensionen. Areal Trägheits Momente I. Davor wie 1,47 gange Tier pro die Schette Millimeter pro die Vierte. Und nur wie mit Vektanalyse Lastdiagramm. So wie mit Röhrvekt, ja, da haben wir Areal, wir haben eine Densität, ja. Da finden wir zum Linienlast 16 Kilogramm per Meter, gange 0,1 Meter per Sekunde pro die andere, 157,9 Newton per Meter. So, wir haben horizontal also Vekt auf Medium der. Da habe ich Areal gange Rho gange G, davor wie 82,2 Newton per Meter. So mein Resultat auf Last pro Grün auf Weske, so meine Röhre da. So, Last pro Röhr CB. Ja, da habe ich horizontal Röhr CB. Ja, da habe ich Q Bjelke skriver ich, weil wir haben horizontal Röhr, der Fahrer prüft Symbol Q Bjelke. 157,9 Newton. Per Meter oder hat er ein Q2 mit einem Bölketein, einem Tilde da, 82,2 Newton per Meter. So, horizontal Bjelke, Q1, Q2, ein Bölketein, da habe ich Linienlast pro horizontal Röhr, 240,1 Newton per Meter. So, verbindet es mit Röhre zum Graph A til C, da habe ich Eingang. Last, so ein Resultat auf Röhrvekt, ja, so ein Schlags Q-Streck heißt Gräbet, weil ich ja vertikal da, 157,9 Newton per Meter, und da habe ich ein Q, also ein Bjelke, sehr zum Süd, zum S, ein vertikal Last fra Weske. So, da teile ich die hele Situation vor mit Legemeterdiagramm, da habe ich FB, da habe ich Linienlaster, 4 Meter Lenkender, ja, da habe ich diese Laster pro Grün auf Vekt auf Röhr und Vekt auf Weske der, wir haben FA zum Lagerlast, wir haben alle Dimensionen der FA, FB und Linienlaster der. Ja, wir schreiben nicht Liegewekt FU, U-Retning, so da habe ich zusammen alle diese Pilen, wir haben der ja, da kann ich stoppen, da kann ich sehen, da habe ich ein Q-Streck, der bedeutet eine Last, Linienlast, pro Grund auf Material, jetzt Röhr zum Go vertikal, da habe ich ein Q-Bjelke, dann ein Samsat auf Last auf Weske, so mehr die Bjelken, und Material zum Danner Bjelken der. Ja, und da habe ich in Q Bölge, ja, da habe ich hier den vertikal, hier vertikale Röhre da, habe ich diese 82,2 Newton per Meter Weske weckt. Der, dafür habe ich einen Bölge zum Go vertikal da. Ja, so mit diesen Symbolen kann ich nicht so teere diese Linie lasten. Ja. Jetzt geben wir nicht horizontal
vertikal liegeweckt. Ja, wenn der Mangel wie Information, wir haben ich alle Kräfte, ja. Ich will ja, wir haben Tor, zum Üchen, der F A, F B. Da lage wir im Moment liegeweckt und Position A. Ja, da wir Eingang Linielast vor horizontal Röhr Gange Hebearm, wir haben Eingang FB Gange Hebelarm, davor wie das Resultat davor wir als zum Resultat Störrelse auf FB 480,2 Newton. So, mit Förster Liegning, da hatten wir ja FA OFB zum Üchente, davor im Resultat von FA Begründung Liegewicht, davor wie FA 960,4 Newton. So, da wir interessiert, ich störst Moment, ich horizontal Röhr da, der mitten auf horizontal Röhr, da teilen wir wird liegen mit der kommt der Bisel da, da befinden wir uns da. Ja, da habe ich interessiert I. So, da habe ich da FB, Störrelse Schenevi. Ja, da habe ich Half-Paten auf Linielast auf das Röhr da, der Q-Piel gegangen L Del Porto. Und da habe ich MM, so mehr ich liege weg mit dieser Last und Querlast, so mehr liege weg. Und da kann ich schreiben nicht Moment um E, positiv I Ürwiese Rettning, da habe ich MM plus Q, Pjelke, Gange L, Del, Porto, Gange L, Del, Porfire, dann den Del, der, minus Moment zum Resultat auf FB, der. Und da haben wir rein mit Momente, der. Vor zum Resultat, MMR 480,2 Newtonmeter.